Tag, ihr Menschen. So, heute mal in der Vinyl Collection unterwegs, allerdings nicht oben in der regulären Abteilung, sondern ich streue jetzt auch mal so zwischendurch mal so ja, wie soll man das sagen, Lagerbestände, die irgendwie nicht so ins Regal reinpassen, ne? Gibt halt so ein Abteil hier und es gibt so ein Abteil da drüben, wo halt Sachen reinkommen, die so nicht mehr in meine Wühlkiste da, die ich halt meistens durchforste, um irgendwas zu finden, was ich hören kann. Das sind halt so Sachen, die jetzt mir nicht so wichtig sind, wo ich denke so, ja, die brauche ich jetzt nicht da oben, ja, gehört halt jetzt nicht zu dem Top-Zeug hier. Aber naja, gut, wollen wir mal schauen, was da so drin ist. Vielleicht denke ich ja beim einen oder anderen, die können eigentlich mal wieder hochwandern oder so, ne? So, da hätten wir hier jetzt, oh je, jetzt geht ein Aufschrei durch Österreich. Ne, warte mal, ich muss mal hier die Kamera. So geht's, glaube ich, besser. Hier hätten wir Zappa in New York. Warum habe ich das Teil da drin? Weil ich das Ding in einem Re-Release habe, das sehr, sehr gut ist. Das kam irgendwie die letzten Jahre mal raus. Ja, das war, glaube ich, die 40-jährige Edition oder irgend so. Was? 30 oder 40, glaube ich. Und die ist halt saugut. Und ja, die habe ich jetzt da stehen in meinem regulären Regal. Und das hier ist die alte Version. Aber die ist halt so, dass ich sagen würde, die gebe ich ungern her, weil es ist halt, ne, so ein relativ originales Ding. Und es ist schon schön von Zappa sowas zu haben, ne, was da so regulär mal in den regulären Zeiten des Vinyls mal rauskam. Dann hätte ich auch noch die Chic Yabauti, bei der genau dasselbe, ne, habe ich auch eine neue Version. Hier war ein bisschen abgeranzt, aber trotzdem, ich mag das Ding, ne? Ja, ob ich die jemals wieder höre, ich weiß nicht, ne? Aber ja, man trennt sich halt ungern von so einem Zeug, ne? Hier hatten wir die Hot Rats, die habe ich im alten Herren mal abgekauft in Neunkirchen, der da seine Sammlung ne, verhökert hat. Auch geil. Ne, da gibt es aber auch eine neue Version, die habe ich auch. Und die ist auch gut. Also, der fehlt nichts. Aber die neue spielt halt ein bisschen besser. Und ja, ne. Hier ist halt die Jahreszahl noch drauf gekritzelt und so. Aber die Hot Rats ist super, weil ich klappe hier mal noch auf. Schön. Hot Rats. Was ist denn hier noch drauf? Peaches and Regalia, das ist Kultsong. Also. Wenn man mal einen Zappa-Song hören sollte, dann den Willy the Pimp Guy mit Captain Beefheart am Mikro, Son of Mr. Green Jeans, Hammer und ja, ist ein geiles Album. Ja, ne, aber wie gesagt, ich habe eine neuere Version jetzt oben im Regal. So sieht's aus. So, und dann hätten wir noch eine Zappa, genau. Die Mothers of Invention, die Absolutely Free. Auch eins meiner liebsten Zappa-Alben. Das hier ist allerdings so eine ganz alte Version, die schon auseinanderfällt. Ich weiß gar nicht genau, was das ist. Das ist halt, ja, ich denke mal, die hat man mal irgendwann in den 70ern für wenig Geld in irgendwelchen Läden bekommen. Ja, ist jetzt kein Original oder so, so ein super teures Exemplar, aber ja, schon ein bisschen älter. Man hört auch, dass sie älter ist. Die knistert schon sehr. Wird wahrscheinlich in irgendeiner WG mal oder so gelegen haben und da hat sich dann jeder dran bedient und oh, lieber Zappa-Elf hier, ne? Ja, hätten wir als nächstes YOB oder Job oder wie sie auch heißen, ne? Das hier ist die The Unreal Never Lived. Hier ist das Problem, ich finde, da ist genau ein Hammer-Song drauf und zwar Quantum Mystic. Das war der Song, der mich dann so von Job überzeugt hat. Der Rest vom Album, der hat mich nie so wirklich überzeugt. Ne? Ist halt dieser erste Song, der so reinhaut und der so geil ist. Ne? Aber ja, das ganze Album, da habe ich echt selten Bock drauf, muss ich sagen, das zu hören. Deswegen habe ich dann oben im Regal die Our Raw Heart, die ich wirklich sehr gerne höre, die richtig cool ist. Nennen wir hier Yellow One Second. Das ist ein Album, das ich so musikalisch gesehen eigentlich gar nicht so mag. Aber das Ding
klingt halt sau gut. Das ist so eine Art Referenzplatte, um so Sound mal zu testen, wenn man mal so ein bisschen, ne, angeben will mit seiner Anlage oder so. Dann ist Yello im Allgemeinen auch gut, weil die immer sau gut produziert sind und praktisch High-End-Sound haben, ne? Also die können das. Und ja, ne? Ja, deswegen ist die da drin. Gebe ich auch ungern her, weil ne, ab und zu höre ich dann doch mal gern rein, wenn man so den Sound an sich genießen will. Es gibt ja auch Musik, die hört man wegen des Sounds, ne? Deswegen. Hier hätten wir die Sastur, die selbstbetitelte, so eine EP oder was das ist. Ja, ich liebe Sastur, aber das hier ist halt so, ich weiß nicht. Ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ja, es ist sowas, was man unbedingt braucht, ne? Ist halt so mal passiert, ne? Ja, also schlecht ist es nicht, aber ja, muss jetzt auch nicht da oben den Platz wegnehmen, ne? Dann hätten wir Yellow, die wir schon mal hatten. Ist da überhaupt eine richtige, ja, scheint eine richtige Reihenfolge zu sein. Habe ich doch mal vorgedacht hier. Dann hätten wir Horse mit Gold, ne? Das ist so ein Ding, das habe ich mir mal geholt, weil das mal so in der besten Liste vom Anthony Fantano drin war. Aber halt keine große Halbwertszeit hat, ne? Das ist halt, das ist glaube ich auch eine Clear Vinyl hier. Gucken wir mal, hauen wir mal raus hier. Die Platte ist gut, keine Frage. Aber nur, ich habe sau selten Bock auf solche Musik, ne? Ich weiß nicht, was das ist, so Adult Hardcore irgendwas, so, wie kann man das noch so nennen? Alt Rock in Hard, aber es sind halt ältere Männer schon und ja, es ist schon cool, aber ja, ne, ich habe halt seltenst da drauf Bock. Nee, nee, wo? So, hätten wir hier. Void Sphere, ja. Space Black Metal. Aber ich muss sagen, die letzten zwei gefallen mir. Der Rest, den finde ich belanglos, muss ich sagen. Und das hier gehört halt so dazu, ne? Aber ist auch so ein Ding, wo ich sage, gebe ich ungern her, ne? Und außerdem war die Pressqualität, die war, glaube ich, sehr, sehr gar nicht gut. Amorfati, ja, also die Pressqualität hat, weil die hat ja auch, warte mal, warte mal, warte mal, ich muss jetzt mal gucken. Ich glaube, das war auch so eine geile Vinylfarbe. Ah ja. Aber die Pressqualität war halt, ne? Weißt du, deswegen habe ich mir die auch alle auf CD geholt. Und da bin ich mehr froh damit, muss ich sagen, als mit dieser LP. Ist halt so, ne? Das ist halt so. Aber Voids für an sich, ja, ne? Hätten die einen anderen Sound? Ich finde, Sound ist meistens auch zu dumpf. Ja, und deswegen, ich mag dann halt lieber bei Space Black Metal, mag ich halt diesen Dark Space Sound, der so ein bisschen schriller ist und so. Und, ne? Der geht mir da mehr ab. Hier hatten wir noch eine Voids 4. Keine Ahnung, was das für eine ist. Die Too Away, Too Expect. Genau dasselbe. Ne? Genau dasselbe in Grau. Ne? Aber ja. Ja, die letzten zwei auf Platte, die wären wahrscheinlich dann oben im Regal. Aber ja, da war es halt. Ja, ne? So, da hätten wir hier vom Frank Steele. Ne? Da. Hätte mal die Possessed von Venom. Ist halt eine alte Version. Die Possessed ist jetzt auch nicht, obwohl Flytrap, Satana Kissed. Was haben wir da noch Gutes? Too Loud for the Crowd, ja. Ja, coole Songs. Ist aber nicht so das Venom-Album, ne? Obwohl ich es eigentlich noch sau gut finde, muss man schon so sagen. Aber ich hab's halt schon in der Box, ne? Und da langt's mir. Und das hier ist auch so eine ganz alte Platte, wo halt auch schon, ne, Partys mitgefeiert wurden und so weiter. Deswegen steht die hier. Und die andere Possessed verweilt halt in der Box. Ne? Hier, da war Original Black Metal. Habe ich auch doppelt und dreifach und keine Ahnung was. Das hier ist halt auch eine alte, abgeranzte Platte. Ne? Von Roadrunner hier. Die Version. Ja, die habe ich halt noch in einer Earmark-Version im Regal. Gut, die packe ich halt auch selten aus, weil sie halt bei Earmark-Dinger, die sind halt so eng in diesen Schutzhüllen drin, dass man die fast gar nicht rausbekommt. Aber ich glaube, die hier habe ich öfters als die Earmark-Version, deswegen weiß ich gar nicht, warum ich die hier drin stecken habe, aber ist halt so, ne? Manche Entscheidungen hinterfrage ich dann auch mal bei mir selber, ne?
So, hier haben wir die Urge Hall oder Urge Hall. Ich weiß nicht, wie man das spricht. Ich denke mal Urge Hall, oder? Keine Ahnung. Die Atomkinder. Urge Hall ist eine Band, die ich sehr mag. Ne? Also die knall ich mir rein und dann denke ich, geil. Weil die haben irgendwie so einen geilen Sound. Und irgendwie, die sind halt geil. Hier sind halt Live-Versionen noch drauf. Ne? Ja, ist halt nicht meine liebste Urge Hall. Wenn ich dann Bock auf deren Sound habe, da habe ich andere. Ne? Massive Terrestrial Strike oder Thick Fog Kill bla bla. Hier haben wir die Inri, die Arma Christi. ist das die? Ne, ist die nicht. Das ist die Rode Version hier, sieht man ja. Oh, das sind Beipackdinge dabei. Ja, die ist halt Urge Hall, ne? Nicht schlecht, aber halt nicht so gut wie die, die ich halt gerne höre. Außerdem habe ich die hier, glaube ich, auch noch auf Kassette. Von daher habe ich gedacht, ja, ich kann auch runterholen. Ne? So, dann hätten wir hier die Unleashed, The Hunt for White Christ, die auch nicht schlecht ist. Das ist eigentlich die neuere, die mir am besten so mitgefällt. Ne? Die habe ich halt, Unleashed kam dann irgendwann nach Otzenhausen, haben dann eine geile Show abgeliefert. Die hatten richtig Bock da zu spielen, sau gut. Habe ich mir die halt geholt und die habe ich dann auch eine Zeit lang sehr genossen, aber irgendwie ist dieses Gefühl dann, dass ich die sehr gerne mag, ist dann irgendwie irgendwann abgehauen. Und ja, ich denke, ich habe auch so Unleashed-Phasen, wo ich gerne Unleashed höre und dann kommt wieder so eine Phase, wo ich denke so, oh, Unleashed, ich weiß jetzt nicht, keine Ahnung, habe ich jetzt nicht so Bock drauf. Hier hätten wir eine Band, ne, eine Band, die einen Namen hat und auch irgendwie heißt. Und Thornspreed. Ah, gut. Thornspreed. Ich kann das Logo nicht entziffern. War, glaube ich, mal bei einer Bestellung dabei, so als Gratisplatte, als Geschenk, ne, als Dingensbums. Die war nicht schlecht, aber ist halt jetzt auch keine Platte, wo ich denke so, oh geil, da will ich dich drin vergraben oder so. Ne? Da ist halt, ja. Kann sein, dass die irgendwann mal zündet oder so. Ich kenne die Band auch nicht. Sagt mir so jetzt nichts. Ne? Hör mal hier die White Eagle von Tangerine Dream. Die jetzt auch nicht schlecht ist, aber ich musste halt Platz schaffen und die war halt jetzt mit dabei. Ne? Ist, ja, ich finde jetzt nicht einer der besten von Tangerine Dream, aber die ist halt ein Tangerine Dream Album. Also auch nicht schlecht. Ne? Ja, aber es gibt halt bessere. Dann hätten wir hier noch Thief. Soundtrack von Tangerine Dream. Ja, ist halt ein Soundtrack, ne? Ist von Tangerine Dream, ist halt ein Soundtrack. Aber ist auch nicht so mit den Klassikern von Tangerine Dream. Ja, ist halt auch nicht so vergleichbar. Genauso wie Sorcerer, finde ich. Das hört man mal irgendwann mal an und denkt so, oh ja, schön. Aber es ist halt jetzt nichts, wo man abgeht irgendwie, wo man denkt so, geil. Von daher, ne? Ist das halt jetzt da so mal da weg. Dann hätten wir Slugmark. Welche ist denn das? Die von Rough Shelter. Heißt die so? Heißt die so? Ja, tatsächlich. Slugmark ist so eine Band. Die habe ich durch Worship Tapes kennengelernt. Da kam ja irgendwann diese Slugmark Box da raus. Diese Triple MC Box. Die jetzt auch nicht günstig war. Und er hat mir auch erzählt, dass das von der Produktion her war, von der Hülle her, also von der Holzbox her, schon aufwendig und teuer war. Nur das Problem ist, ich hatte halt dann irgendwann ein scheiß Tape-Deck, das mir die Kassetten kaputt gemacht hat. Und da war halt leider auch Slugmark dabei. Ne? Aber ja, die Tapes, die waren cool, aber das hier, das Album, fand ich jetzt nicht so. Ne? Aber auch noch dann so gut, dass ich es noch drin behalten habe. So kann man das erklären. Jetzt knuffel ich das da mal nochmal rein, damit hier mal ein bisschen Ordnung wieder herrscht. So, dann hätten wir hier Serpent Demon. Das ist so Stoner Rock irgendwie Doom, ne? So Okkult Stoner Doom Rock. Rise, ne, Church Within. Also, das ist so ein bisschen Verwechslungsgefahr mit Rise Above, wenn man das so flüchtig sieht. Das ist ein Album, das wird wahrscheinlich irgendwann mal irgendeiner geschenkt bekommen.
Hat mich nicht so gefluppt. War irgendwie, ja. Kann ich eigentlich auch irgendwie in eine Verkaufskiste stellen? Ja, weil. Hat mich nicht irgendwie. Nee, hat mich nicht. Auf gar keinen Fall hat die mich überzeugt. Na, was hätten wir dann? Dann hätten wir Sad. Das griechische Duo. Das richtig coole Muck gemacht. Aber ja, wenn ich Bock auf Sad habe, dann habe ich zwei Alben auf jeden Fall, die da in meinem Fokus sind. Die ist nicht schlecht, die kann man mal ab und zu so hören, ne? Aber ja, ich habe halt die zwei, deren Name mir jetzt nicht einfällt, ne? Die letzte, die auf PTF da erschienen ist, und dann noch die A Curse in Disguise, die ich für sehr, sehr übersehen halte in der Szene, weil ich finde, die ist richtig gut. So, dann hätten wir hier eine saarländische Band, Red Aim, Flash for Fantasy, habe ich mir, glaube ich, gekauft, als sie einen Auftritt hatten in, wie heißt denn das, Kaff noch Siersburg. Das ist schon sehr, sehr lange her. Da war ich noch jung. Ja, die waren sogar bei Metal Plate. Aha. Und vielleicht kennt ihr die Leute auch. Unter anderem Namen. Und zwar heißen die jetzt Powerwolf. Das ist die Vorgängerband von Powerwolf. Ja, und die waren damals schon mit Red Aim, waren die sehr professionell und hatten was drauf, ne? War allerdings mehr so Stoner. So Stoner-Zeug, nie. Aber ja, ne? So. Ja, die Platte, ja, ne? Die habe ich aus lokalpatriotischen Gründen. Hier hätten wir Pink Floyd, Wish You Were Here. So ein Original-Dingens. Verknistert, verknastert. Da habe ich auch eine neue Platte, die ist halt oben. Ist halt, ja, ne? Pink Floyd, Wish You Were Here. Mein liebstes Lieblingsalbum aller Zeiten. Da mache ich dann irgendwann mal noch ein Special zu, wahrscheinlich. Hier haben wir Perverted Ceremony, das ist, glaube ich, die EP. Ja. Da war ich ja mal auf dem Trip Murden of Skazbeth, die ich immer noch geil finde. Da habe ich mir so mehrere so Bands mal zugelegt und reingehört und tralala. Und da war natürlich auch Perverted Ceremony dabei. Ich glaube, die sind sogar die von Murden, oder? Oder haben die irgendwas damit zu tun? Keine Ahnung. Ja, das Album, das eine, was ich glaube ich auch schon mal in die Kamera gehalten habe, das ist cool. Das hier ist, ja, kann man eigentlich in die Tonne kloppen, finde ich. Also, ja, fand ich nicht so gut. Dann hätte man hier die Panzerfaust, The Demon Winds. Oh, Taper Shepard, nicht mit Rübs. Da gehört noch eine Kassette dabei von Worship Tapes. Hier sieht man 98 von 300 oder so. Das Tape ist, glaube ich, auf 100 limitiert, oder? Man berichtige mich, wenn es falsch ist. Und ja, da ist cooles Zeug drauf, muss ich sagen. Die hat mir damals sehr gut gefallen. Allerdings komme ich sehr selten auf den Trichter, da mal wieder reinzuhören. Und ja, tut mir jetzt auch ein bisschen leid, weil das ist eigentlich richtig cool. Ich weiß, das Tape war, glaube ich, besser als die LP. Irgendwie war da sowas. Also, dass ich mir lieber das Tape anhöre als die LP, weil da sind auch verschiedene Songs drauf, ne? Das sind halt so Demo-Songs oder unveröffentlichte, irgend sowas. Dinger, die man halt nicht so regulär auf irgendein Album knalle will. Falls sie überhaupt ein Album haben, das weiß ich gar nicht. Müsste ich mich mal informieren, ne? Hier hatten wir die Freeheit von Augenweide. Es scheint so eine, ne? Lieder aus der TV-Serie Dokumente deutschen Daseins. Die habe ich noch nie gesehen, diese Serie. Hätte ich echt mal gern gewusst, was da so erzählt wurde. So ein paar coole Songs drauf, allerdings jetzt auch nicht mein liebstes Augenweide-Album. Aber ja, zu schade, um irgendwie wegzugeben oder so. Ist schon schön, dass ich das Ding habe. Da sind ein paar coole Lieder drauf. Ich mag zum Beispiel Lau. Lützows wilde, verwegene Jagd ist cool. Schwarz-Rot-Gold ist sehr cool. Frankfurt zum Main war auch cool und so weiter und so fort. Da sind schon coole Sachen dabei, ne? Und dann gibt es auch noch von Augenweide das Liederbuch. So eine Art Best-of, ne? Es sind auch Noten dabei, da kann man dann Sachen nachspielen oder so. Texte, Noten. Ja, jetzt muss ich das Ding da mal hinlegen. Also ich zeige das mal gerade hier. Ja, seht ihr das? Hier sind die Leutchen, die da Musik machen.
Ja, Augenweide. Generell eine coole Band, so eine Mittelalterband, die es schon in den 70er Jahren gab, die Rock halt mit Mittelalter verbunden haben. Ja, also, ja, ne? Hier ist halt die Sache. Ich habe ein Album von Augenweide, das mit zu meinen Liebsten gehört, die Ohrenschmaus. Und das ist ein perfektes Album. Und mehr brauche ich eigentlich nicht von Augenweide. Gut, hier sind halt auch, ja, hier ist auch sehr viel von Ohrenschmaus dabei, im Badehaus zum Beispiel oder O wie jämmerliche, Pferdesegen ist da auch dabei. Komm, ihr Jungfern, helft mir klagen. Merseburger war, glaube ich, war das da? Ne, Spieluhr war auf der Platte. Und dann bald anders war auch noch drauf. Und ja, ne? Ja, cooles Teil. Landet ab und zu mal auf dem Plattenteller. Seltenst, aber. Passiert mal. Dann hätten wir eine meiner liebsten deutschsprachigen Platten überhaupt hier, Nina Hagen Band. Tolles Teil. Allerdings habe ich die, glaube ich, auch in Dreifach oder so. Und eine Version ist oben im regulären Regal. Ne? Und das hier ist, glaube ich, die schlecht klingendste. Hier ist auch, ja, dann ist oben die auch mit dem Beiblatt noch dabei. Gibt es noch so ein Beiblatt? Das ist. Ich würde sagen, schon Frank Zappa beeinflusster, punkiger, rockiger, deutschsprachiger, geiler Scheiß. Also schön abwechslungsreich, schön bunt und richtig gut gemacht, richtig gut produziert, geile Texte. Das ist ein richtig gutes Album. Also, falls ihr da mal Bock auf sowas habt, also das hier ist eines der besten deutschen Alben, finde ich. Deutschsprachig sowieso, weil es sehr, sehr cool. Ist halt Nina Hagen, ne? Und die kann auch singen. Also, das müsste ja bekannt sein, ne? Dass Nina Hagen eine richtig gute Sängerin ist. Hätten wir Mythic Anthology. Ja. Habe ich natürlich geholt, weil das, ne? Ich glaube, das war die erste Death Metal Girl Band sozusagen. Und die sehen dann auch noch verdammt schweinegut aus. Alle drei. Also, da könnte ich mich gar nicht entscheiden. Ja. Deswegen habe ich mir die Platte gekauft, aber die Musik, ja, die Musik ist halt so, ja, ne? Ich fand es halt eher so uninteressant, ist halt eher so was Exotisches, das ist ja auch Splatter-Vinyl. Ja, aber hergeben würde ich sie auch nicht. Ah, die war bei meiner Mega-Floger-Bestellung dabei. Wir erinnern uns an diese Episode, ne? Ja. Vielleicht höre ich da nochmal rein und denke, boah, ist ja doch cool, aber. Ich glaube, das wäre mir dann auch schon vorher aufgefallen. Ne? Ja, vielleicht war ich auch nicht in der Stimmung oder so, aber ja. Ich glaube, ich fand den Schlagzeugstil von ihr, fand ich irgendwie sehr seltsam. Irgendwie war da sowas. Aber naja, gut, hier sind auch ein paar Dinger doppelt. Es sind halt so Demos, glaube ich. Ne? So Demos oder EPs. Die haben nie, glaube ich, ein volles Album gemacht. Ja, Demos, hier sieht man was. Warte mal. Demo, das hier ist wahrscheinlich ein Single, oder? Relapse, ne, ist nichts da. Hier sind ein paar Fotos von den sehr gut aussehenden Frauen. Also die sind ja doch schon, ne? Ja. Morgoth, Odium. Außerdem ist Frauengespräch doof, weil, ne? Es geht ja auch um andere Sachen. Ne? So, Hauptsache nochmal dumm geschwallt. So, Männer halt, ne? Dumme Männer, die immer nur mit dem Peno denken und so weiter. Morgoth Odium. Kam nach den großen Klassikern raus, ne? Nach Cursed. Ich glaube, das hier war das Album nach Cursed. Oder war das die Fnatic irgendwas? Keine Ahnung. Ich glaube, die hier kam nach Cursed raus. Die war natürlich ein bisschen anders, ein bisschen mehr Industrial, glaube ich, angehaucht, aber irgendwie so straighter irgendwie, nicht mehr so der übliche Death Metal. Deswegen habe ich die lange Zeit verachtet, beziehungsweise nicht beachtet. Aber ich muss sagen, die war gar nicht so schlecht. Also, als ich die dann mir besorgt habe und reingehört habe, habe ich so, oh, cool. Ja. Aber ist jetzt auch nicht so, dass ich die dann öfters da so liegen habe. Ne? Aber ja, die ist besser als ihr Ruf. Das ist auf jeden Fall mal, ne, der Fall. So, dann hätten wir hier A Bootleg. Morbid Mayhem, The Tribute to the Black Emperors.
Cooles Ding, ne? Da ist irgendwie eine EP von Morbid drauf. December Moon. Heißt das so? Und hier ist halt das Demo drauf, irgendwie dieses, wie heißt es noch? Death Crush Demo, irgendwie so eine Erstversion. Der einen Seite Morbid, auf der anderen Seite Mayhem. Ja, stabil, aber jetzt auch nichts, was ich irgendwie, ne, audiophil genießen würde. Tja, so ist das. Aber naja, kann man haben. Ist auch lustig. Dann hätten wir die Ordo et Chaos von ne, Mayhem. Eigentlich kein schlechtes Album, aber mir geht der Sound ehrlich gesagt nicht ab. Hier ist auch noch die Special Edition. Ich glaube, die ist im Moment auch ziemlich teuer. Ne? Hier mit diesem ausgestanzten Dingen. Das rotes Vinyl. Ist das jetzt nur eine Vinyl oder was? Mit Poster drin und so. Also die Erstpressung halt, ne? Ich halt. Und da komme ich wohl so mal raus. Ich habe halt immer Angst, dass ich dieses Gestanzte irgendwie wegflubbe. Ja, ist eher orange oder so. Ja, gut, passt halt zu diesem quadratischen Ding da, ne? Ja, ist halt experimentell. Man muss halt Bock drauf haben. Aber die jetzt herzugeben, ich weiß nicht. Da müsste schon jemand kommen und sagen, ich bezahl dir 80% vom Discogs-Preis, dann würde ich sie vielleicht hergeben. Ansonsten, weiß nicht, ne? Ist jetzt nicht so, dass ich damit Geld machen will, aber ne, man kennt ja die Sachen. Ah, die gebe ich ungern her, aber wenn dann so bei bestimmten Preisen, ne, da ist man dann schon gewillt zu sagen, ja gut, dann, ja. Die Manowar-Phase, die ich dann auch mit abgefeiert habe, wo ich sie auch mal live gesehen habe, wo sie auch bei Stefan Raab waren und so, wo ich mir die ganzen DVDs gekauft habe, die Live-DVDs, volle Manowar-Hype gewesen, aber ich hatte die auch vorher natürlich, war ich Manowar auch schon zugetan. Allerdings dann gab es dann eine Phase so in den frühen 90er, wo ich halt mit Metal angefangen habe, wo ich gerne Manowar gehört habe und dann kam halt dieses, um was für eine Zeit waren das? 2002, ja. Wo das dann wieder so aufgehypt ist, ne? Da war ich ja auch mit dabei und fand das auch cool und so. Ja, mittlerweile sehe ich das natürlich ein bisschen anders, ne? Ach ja, ne? Ja, die Dawn of Battle. Ach, das war auch wieder so ein Ding, ne? Wo dann die EP rauskam nach dem Erfolg von Warriors of the World United. Man hat eigentlich gewusst, den Song hatten sie eigentlich schon, ne? Und wollten eigentlich nur noch ein bisschen Geld rausschlagen. Das war halt so die, ja. Hat wieder so ein Geschmäckle gehabt, aber beweisen konnte man es natürlich nicht. Ne? Aber naja. Warriors of the World. Limited Edition Picture Disc. Eigentlich gar kein schlechtes Album, muss ich mal sagen. Ne? Hier ist die Picture Disc. Ich glaube, die ist im Moment auch vom Preis her gar nicht so niedrig. Allerdings muss man jetzt hier sagen: Erstens mal, warte mal hier, nochmal reinmachen. Erstens, ist eine Picture. Also der Sound ist nicht so gut. Zweitens ist das Album relativ lang, weswegen man das ganze Album auf eine Picture gepresst hat. Das macht erstens mal Abstriche im Sound, ne? Die Soundqualität ist nicht mehr so gut. Und zweitens mal, jetzt haltet euch fest, hat man die Geschwindigkeit einfach erhöht, um das Ganze drauf zu bekommen. Ja. Jetzt hat man natürlich, wenn man einen Plattenspieler hat, wo man nicht pitchen kann, wo man die Geschwindigkeit nicht verändern kann, hat man halt ein Album, das mal so ein bisschen schneller ist, ne? Und natürlich auch nicht so schnell, dass es halt ungepitcht schneller ist, sondern es pitcht halt auch hoch und so. Also sehr seltsam und halt auch wieder Geldmacherei, ne? Aber naja, ne? Nuclear Blast zu der Zeit war schon, ja, ne, Hardcore in solchen Sachen. Aber ist ein. Warte mal, ich muss mal gucken hier. Warte, ich muss mal gucken. Welche Songs waren denn geil? Call to Arms fand ich cool. Fight for Freedom war, glaube ich, auch noch cool. Ja, dann fängt es schon an hier. Good Swords and the Wind hat mir, glaube ich, auch gefallen. Warriors of the World United, so ein geiler Song, muss ich sagen. Und dann hier die letzten da so. Die waren schon ziemlich hart und. Aber ja, gut, ne? Ist halt nicht so wie. Ja, ne? Wie die alten Sachen, muss man halt sagen. Und. Ja. Aber naja, war ein stabil, also für mich war es ein stabiles Album. Ist es, glaube ich, immer noch. Ich muss mal wieder reinhören. Die EP ne, zu Expo 2000
von Kraftwerk hier. Die habe ich mir irgendeinen Laden in Zweibrücken gekauft. Die klingt saugut, also die hat richtig geilen Sound, aber ich lege die echt sau selten auf, weil EPs sind sowieso so eine Sache, ne? Ja. Ah, naja, cooles Teil, ich bin froh, dass ich sie hab. Hier ist die Electric Café von Kraftwerk. Da ist sogar echt, das ist ein Clubcover. Das war ein legendärer Deal. Und zwar hat mich dann irgendwie auf dem Mittelaltermarkt hat mich da jemand angehauen, dass er einen kleinen Plattenladen im Keller hat. Und ja, dann bin ich den irgendwann besuchen gegangen. Er hat dann wirklich so Platten im Keller. Hast du dann Bier in die Hand drin gedrückt gekriegt und hat dann Musik laufen gehabt. Und dann wurde da einen abgemoscht. Und ich habe gedacht, so, was geht denn jetzt hier ab? Und er hat aber ein paar coole Platten. Da war Kraftwerk zum Beispiel dabei. Da habe ich auch die Creator her, so ein paar Sodom-Dinger. Und kamen wir aufs Reden. Und ich hatte kurz zuvor, hatte ich mir diese Maiden CD-Box geholt. Diese Maiden Japan CD-Box. Die im Preis damals astronomisch auch schon war. Ne? Und habe ich dem das erzählt. Und er wollte die unbedingt haben. Und da habe ich halt viele, viele Platten gegen diese CD-Box getauscht. Er war froh, ich war froh. Ein super Tausch. Ne? So kann man das machen. Mein liebstes Kraftwerk-Album, die Menschmaschine, ist hier drinnen, weil ich eine neuere Version habe mit rotem Vinyl und so, die halt auch anständig klingt. Gut, ist auch eine remasterte Version, die hier ist nicht remastert. Ich glaube, die klingt auch noch so einigermaßen anständig, die hier. Aber ja, warum soll ich zwei Versionen noch haben? Das ist, gut, ich habe von ein paar Platten habe ich zwei Versionen oben stehen, aber ja, das sind dann ganz besondere Dinge, ne? Wo es sich dann halt auch irgendwie lohnt. Hier haben wir noch die Autobahn. Ne, für viele das deutsche Album überhaupt, das wegweisendste. Ja, ich muss sagen, da finde ich die Version von The Mix besser. Das hier ist so eine lange Version, die gefällt mir nicht so sehr. Die ist halt, ja, ne, ja, also, ja, ne. Haben wir hier noch die Thick as a Prick in Zeitung eingeschlagen, ne, ist ja normalerweise so ein, die fliegt auch schon fast so auseinander hier, ne. Seht da schon Zeitungspapier. Mein liebstes Jethro Tull Album, beziehungsweise das einzigste, was ich wirklich mag von Jethro Tull, gehört aber auch in meine Top 20 All-Time Faves. Und hier auf dem Album sieht man auch, dass dieses kleine Gör hier einfach den Rock hochzieht und dass man ihr unter den Rock gucken kann. Und der Kleine hier, der Jimmy, wie heißt er dann? Wie heißt er dann? Wird hier Little Milton hier. Er guckt einfach unschuldig in die Kamera und hier, ne, da, böse. Ja, böse, böse, böse. So ist es halt, ne. Ja, böse Rock'n'Roll hier. So, komm mal hier rein. Aber geile Platte, ich liebe das Teil, sehr, sehr cool. Hier hätten wir Jefferson Airplane, Surrealistic Pillow. Hat echt lange gebraucht, bis ich die endlich mal hatte. Jetzt fällt mir mal gerade so auf, so, die sieht so ein bisschen aus wie meine beste Freundin, die, Craze Slick, auf dem Foto auf jeden Fall mal. Ja, doch. Ha, cool. Coole Songs drauf und so weiter. Aber für mich ist es als Album halt zu... Achso, ich muss ja auch die Songtitelliste hier mal zeigen. Für mich ist es als Album zu... Ja... es sind halt coole Songs, aber es sind halt Songs, ne? Und ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber es ist halt... Ich mag das Album, gibt halt so ein paar Songs, die ich halt so gern mag, dass die anderen Songs so ein bisschen abfallen. Wisst ihr, was ich meine? Es ist halt so nicht, kein homogenes Hören. Aber trotzdem, coole Platte. Coole Platte sollte man sich auf jeden Fall mal gönnen. Eins der wichtigsten Psychedelic Rock Alben. Hier sind meine zwei Jean-Michel Jarre drin, also meine zwei Oxygen Scheiben, die, ja, die nicht so gut klingen. Die eine ist exzentrisch gepresst, die leiert dann so ein bisschen, was gerade auch bei Synthesizern scheiße klingt. Und die andere knistert halt wie eine Sau. Und ich habe da auch eine Neuauflage, die gut ist. Die steht halt oben. Ne? Auch Jean-Michel Jarre Oxygen, eine meiner liebsten Platte, All-Time Faves, Top 10. Ne? So ist das. Gut. Hier hätten wir... Yaga Jazzist Live with Britten Sinfonia. Das ist jetzt kein Sinfonieorchester, das ein Briten ist. Ne? Gruß an die Britten Leute hier. Briten ist ein Kaff hier in der Nähe.
Das sind Leute, die sind so ein bisschen eigen, aber sehr sympathisch. Da kommen auch Terrible Headache her. Ne? Unsere beste Lokalband, könnte man mal so sagen. Ne? Das hier ist, das wurde damals im Analogforum, wurde das gehypt, das Teil. Ist halt Jazz, so Hipster-Jazz, würde ich mal sagen. Wo jetzt hier so Orchester dabei ist. Sind ein paar coole Sachen dabei. Allerdings ist das so ein Album, das fand ich am Anfang spannender, als ich das jetzt finde. Weil wenn man dann halt so in die alten Jazz-Sachen reinfindet, so ne, Miles Davis und Coltrane und Mingus und Herbie Hancock und solche Sachen, dann sind so diese modernen Dinger, also für mich ist das so, dass die so, ich war ja auch mal so ein Mega-Fan von Esbjørn Svendsen Trio, aber es hat sich dann auch verlaufen, nachdem ich halt in den älteren Jazz, in den, ne, in den richtigen Jazz reingefunden habe. Von daher, ne, ja, aber es ist ein cooles Album, ne, das ist schon cool. Spannend, am Ende habe ich da mal Bock drauf und klingt auch sehr gut, sehr coole Presse. Hier hatten wir die Live After Death Iron Maiden, ne, die ist jetzt nicht mit oben dabei, weil geile Songs drauf, geiles Live-Album, aber ehrlich gesagt, mir geht der Gesang von Bruce Dickinson hier richtig auf die Klöten. Ich mag eigentlich den Gesang von Dickinson gar nicht so sehr, also ich mag den nicht. Auf Album, gut, dann, da kann ich es verschmerzen, da geht's. Aber live, nee, nee, Leute, nee, nein. Hier hatten wir Don't Waste Your Time, die Debüt-EP von Idle Hands hier, die ja jetzt Unto Others heißen müssen. Ja, ist ein cooles Teil, ist das da. Ja, die ist schon gut, hat eine geile Atmo, coole Songs und so. Ah, hier habe ich schon geklebt, weil sie irgendwie kaputt war. Aber im Gegensatz zu Männer, dem Debütalbum, kackt das Ding doch für mich ziemlich ab, muss ich sagen. Dann höre ich mir lieber Männer an, bevor ich mir die hier anhöre. Ne? Ja. Ich hätte auch gerne das Strength-Album, aber es ist mir zu teuer. Ich sehe nicht ein, dass ich dafür so viel Geld ausgeben soll und ne, die kamen ja dann auch irgendwie verspätet raus, dann für richtig viel Geld, dann hätte man sie vorbestellen sollen und ich spiele das Spiel nicht mehr mit, das ist so. So, hier hätten wir die das ist die Crave Pleasures, die Doomsday Roadburn. Ich bin ja Riesen, ihr wisst ja vielleicht, Beast Milk, Crave Pleasures, Hex Vessel Fan, bei allen singt der Quast Mac mit Nerny da mit hier. Hier muss ich sagen, hier sind ja auch Beastmilk-Songs drauf. Das Ding, das bereitet mir auch so ein bisschen Schmerzen, so vom, das ist nicht rund für mich. Für mich ist das, ich liebe die Band Crave Pleasures, Studioalben geil, außer die Dream Crash, die finde ich auch nicht gut. Aber die Mother Platt, grandioses Album, eines meiner liebsten Alben überhaupt. Aber das hier, das ist so ein Live-Album, wo ich denke so, ich finde das nicht gut. Es kommt dann so ungefähr auf, obwohl hier bei Live After Death ist die Instrumentalsektion besser als hier bei der Grave Pleasures Ding. Alles, ich finde, das ist kein gutes Live-Album. Aber ich hab's halt, ne? Und Grave Pleasures, ja, ist halt, ich hab so eine Liebe zu dem Grave Pleasures Zeug und so. Hier hätte mal die Prometheus, die The Discipline of Fire and Demise. Erst Pressung. das letzte offizielle Emperor-Album, glaube ich, oder? Haben die zwischenzeitlich nochmal was rausgebracht? Ich glaube nicht, ne? Ich finde hier The Wordless Chamber und Thorns on My Grave. Mwah! Geniale, geile Songs. Und ich muss, mein Vorhaben ist, dass ich dieses Album irgendwann mal ganz genießen kann. Bei Emperor ist das so, gerade bei den Sachen nach In the Nightside Eclipse, dass ich da schwer reinkomme. Da habe ich dann immer so einzelne Songs, wo ich denke, boah, die sind geil, aber der Rest vom Album, wo ich dann denke, das ist mir zu irgendwie zu wirr und ich komme da nicht so rein. Da bin ich, ja, ne, ist halt sehr Emperor halt, ne. Aber die haben immer mal wieder Songs und ich will das irgendwie mal, dass ich ein Album durchhören kann und
dass ich mir das irgendwie schön höre. Versteht ihr, was ich meine? Dass ich mal sagen kann, boah, das Album kann ich jetzt an einem Stück hören. Geil. Das gelingt mir bis jetzt nur mit In the Night Side Eclipse und das finde ich natürlich grandios, das Album. Das ist natürlich Hammer. Doors, L.A. Woman, meine liebste Doors-Scheibe auch in meiner All-Time-Faves-Liste zu finden. Genauso wie, ja, Emperor, nee. Genauso wie, das Debüt. Allerdings habe ich beide dann auch in einer neuen Version, die nicht so knisterig ist wie hier. Die sind schon ziemlich durchgenudelt, aber gebe ich natürlich auch nicht her, weil schön und knuffig. Und ja, die Pressungen sind hier nicht die besten, aber ja, ne, verweilen jetzt halt da drin und warten darauf, dass sie irgendwann mal, keine Ahnung, vom Meteor getroffen werden. So gesehen, ne? Ich liebe beide Alben, grandios, Doors, aber ich liebe auch nur diese beiden Doors-Alben. Bei den anderen Alben, da gibt es immer mal so Songs, die ich mag, aber durchhören ist da auch nicht so das Ding. Dimmu Borgir, ne, Dimmu Borgir, Death Cult Armageddon, ja, kein schlechtes Album, ne? Vor allem hier Progenies of the Great Apocalypse finde ich einen grandiosen Song. Einen richtig guten Song. Also ist wirklich ein Hammer-Song, finde ich. Aber das Album finde ich so ein bisschen... ist so ein bisschen... ist, ja, die Songs knallen halt nicht so. Ist halt irgendwie... ja, ich komme da nicht so rein. Die Songs gefallen mir halt nicht so. Aber der Sound ist geil von dieser Platte. Das haben sie schon richtig gut gemacht. Vor allem, weil hier ja... hier ist ja ein richtiges Orchester dabei, ne? Ist auch die Version, ah, die, warte mal, ich habe auch schon lange nicht mehr aufgehabt hier. Das Orchester, die ist super produziert, die klingt echt saugut. Ist wirklich interessant, das Ding zu hören, mal. Ist halt, ja, ne? Ja, sieht man, also, da, das Doppelalbum hier. Da hat man das. Ja, ne? Man kennt sie ja. Man kennt die Leid, ne? Und, ja. Ich habe auch diese Special Munitionskiste, wo ich gedacht habe, boah, die wird irgendwann mal ein Vermögen wert sein. Pfeifendecke. Das muss ich so behalten. Ne? Aber egal. Egal. Ja. Ja, ein cooles Album, aber ja. Ich hätte gern die reguläre CD mal noch, damit ich die mal öfters auch so regulär hören kann. Weil. Oder ich muss die Platte auflegen mal wieder. Könnte ich eigentlich auch mal machen. Aber Dimmu Borgir hat sich irgendwann totgelaufen bei mir. Gerade so, das ist so das Phänomen, genau wie bei dem Jagger Jazzist. Wenn man dann irgendwann mal so in diesen geilen Raw Black Metal reingehört hat, diese coolen Sachen halt, ne, coolen Sachen, dann ist Dimmu schwierig. Obwohl Cradle of Filth höre ich ja auch immer noch. Obwohl, aber Dimmu ist wieder so, die sind halt einfacher gestrickt, ne. Aber trotzdem cool, ne. Hier hätten wir die Parakletos von Deathspell Omega. Ich muss sagen, geiles Album, aber ich traue mich selten da dran. Das ist, ne, ist halt so, ja, ich habe da so ein bisschen Respekt vor, obwohl die eingängiger ist als die Fass IT, bla bla bla. Die habe ich oben im Regal stehen, weil die, finde ich, ist perfekt. Und da brauche ich auch nichts anderes mehr von Deathspell Omega. Weil das ist so die Essenz. Das ist so, ich finde, das ist eines der dunkelsten Alben überhaupt. So, also, dass ich ein schwarzes Loch. Aber Parakletos ist auch geil, obwohl das mehr so hier ist mehr Struktur drin und kommerzieller sozusagen. Also, obwohl es immer noch hammerhartes Zeug ist, was sie hier durchziehen. Aber ja, ein cooles Album, wirklich. Und ich bereue es so ein bisschen, dass ich das jetzt hier unten stehen habe. Aber es nimmt halt auch von der Dicke her viel Platz weg. Und es hat halt, ja, hat halt den Kürzeren gezogen gegenüber Fast. Aber es ist ein geiles Album. Also, ja. Ne, ist halt so ein Ding, wo ich denke, so, ich bin ein bisschen traurig, dass das da unten steht. Aber ja, irgendwas muss ja dann da unten stehen, ne? Hier, Gold Lord von Darkthrone. Mein unliebstes Darkthrone-Album. Allerdings, ich habe schon öfters überlegt, die Dinger zu verkaufen, weil ich glaube, das hier ist auch eine teure Version. Das ist so einer der ersten oder irgendwie, ich glaube, das ist die Erstversion irgendwie. Weil ich weiß es aber nicht. Aber ich bringe das nicht übers Herz, muss ich ganz ehrlich sagen, weil obwohl ich dieses Album scheiße finde, ich habe ja auch immer noch die Hoffnung, dass ich es irgendwann gut finde. Aber ja, ne? Ja, ich finde es, ja, ne?
Ist halt so. Tralala. Und jetzt kommen wir zu The Crown. Possessed 13. Ich finde ein geiles Cover-Artwork. Finde ich geil. Hier sind noch ein paar gute Songs drauf. Habe ich auch in einer coolen CD-Version. War damals sehr gehypt, das Album. Cooler Death and Roll. Richtig geil, so Entombed-Style-mäßig. ist cool. So Movie-related, auch so mit Intros irgendwie so. Es ist ein geiles Album, aber ich höre es zu selten. Ich habe zu selten habe ich da Bock drauf. Deswegen ist es, verweilt es hier. Aber es ist ein geiles Album eigentlich. Ja. So ist das. So, dann hätten wir hier. Hier kommt jetzt ein bisschen ungeordnet, glaube ich. Kate Bush, The Whole Story. Ja, hier habe ich eigentlich alles, was ich von Kate Bush brauche, habe ich auf Alben. Das hier ist die Best Of. Und ich glaube, die war auch vom Sound her, fand ich die jetzt nicht so cool. Habe ich auch gebraucht, gekauft und so. Ja, ist, hier sind halt geile Songs drauf. Ne? Aber Kate Bush lohnt sich halt Album auf jeden Fall, weil Kate Bush hat gute Alben rausgebracht, die sich auf jeden Fall super knuffig lohnen. Kate Bush, eine meiner Lieblingskünstlerinnen. Also ich verehre diese Frau. Sehr cool. Das hier ist ein Bosum-Tribut. Sehr cool, dass man das nicht sieht. Ich weiß ja auch nicht, habe ich irgendwann mal, glaube ich, bei Perverted Taste oder irgendwo mal bestellt. Ich weiß es gar nicht mehr. Hier haben wir Bands wie Vale, Sester, Ulfstalier, Kältetod, Funeral Procession, Vorfahrer, Wolfsmond, Trond, Nox Pestes, Antiphrasis, heißen die so, und Arkenstone. Ja, die da Bursum covern. Jetzt denkt ihr euch bestimmt, boah, dann ist das kein gutes Tributalbum. Ich habe noch gar nicht so oft da reingehört, muss ich sagen. Ich habe vielleicht das Ding 2-3 Mal gehört und seitdem nicht mehr. Aber müsste ich mal wieder tun, weil ich glaube, das Ding hat mir richtig gut gefallen. Also das war schon ein cooles Ding hier, ne? Gut, wenn jetzt hier so einer so, ich muss ehrlich sagen, sowas hört mich direkt ab, ne? Hier, Absurd Shirt. Ja, es soll ja auch ehemalige YouTuber geben, die sowas tragen. Ich will jetzt da keinen, ne? Du weißt, wer du bist. ja, hier für so, ja, ne? Ja, schön, ne? Schön. Also in meiner Erinnerung ist das ein richtig cooles Tributalbum. Aber ich habe es zu selten gehört. Und muss mal wieder reinhören, dass ich da mal mehr drüber sagen kann. Ja, ne? Weiß nicht mehr, wo ich das her habe. Irgend so Perverted Taste oder irgend so ein Label war das. Ist auch gestanzt, das hier. Das fühlt man auch, das Ding. Ja, ne? Kann man haben, muss man aber auch nicht. Und so weiter und so fort, ne? Ihr wisst, wie ich das meine. So, dann hätten wir jetzt hier Blood Incantation, Hidden History of Human Race. Ein cooles Album, das... Ja, ich höre es, wenn ich Bock drauf habe, gerne, aber es ist also so ein Album, ich finde es overhyped, ehrlich gesagt, und ja, ich höre andere Death-Metal-Alben lieber, ne? Obwohl das hier wirklich ein stabiles Teil ist, aber habe ich auch noch auf Kassette, ich muss mir das Ding eigentlich auch noch auf CD holen, also ich finde das Ding schon gut, ne? Also so ist das nicht, aber ja, ne? Muss jetzt nicht da oben stehen und ja, ne? Irgendjemand muss halt hier runter und da war das halt dabei, ne? Dann hätten wir noch die Subconscious Terror, das Original, das ich von meinem Kollegen habe, der leider schon tot ist. Ja, ne? Ich glaube, da fehlt aber auch das Original-Textblatt irgendwie. Qualität ist auch nicht mehr so gut, hat schon einiges mitgemacht, das Vinyl von unseren Partys und so. Geiles Album, Subconscious Terror, ein sehr, sehr cooles Album. Fast schon tanzbarer, sehr morbider Death-Metal. Aber habe ich dann auch in dieser Floger-Edition. Wir erinnern uns an dieses Video, wo ich ganz viel Floger-Zeug auspacke. Und das ist ein cooles Release, muss man schon sagen. Nennen wir hier mein liebstes Beatles-Album, Revolver. Habe ich auch eine Neuauflage, die richtig gut ist, remastered. Ich glaube 50-jähriges oder 40-jähriges, irgend sowas. Sehr cool, ne? Und deswegen, das hier ist auch abgeranzt und hat schon bessere Zeiten gesehen, das Ding. Aber mag's halt und bleibt jetzt da. Dann hätten wir noch Abruptum, Casus Luciferi. Ja, ne, so, wie nennt man das? Neues.
experimental, Krach, sowas, ne, neues Experimente, Schlumpfi-Dumpfi. Ist cool, mal da reinzuhören, aber es gibt in der Richtung, gibt es Besseres. Ich wollte halt mal, das Ding habe ich mir eigentlich nur gekauft, weil ich mal hören wollte, was Abruptum so gemacht haben. Das habe ich mir direkt, nachdem ich Laws of Chaos gelesen habe oder so, irgendwie habe ich mir das mal zugelegt in der Zeit. Und ja, wenn ich mal weiß, was Abruptum da so verbrochen haben. Ja, eigentlich müsste ich da mich mal mehr befassen mit Abruptum, weil das ist halt Musik, die auch für mich ziemlich interessant ist. So Musik konkret und Noise und so, aber ja, ne. Auch mal Bock drauf haben und das Geld dafür und tralala und gut kaufen muss man es ja nicht direkt, aber ich muss mal Bock drauf haben. Aber es gibt so viel geile Musik halt und ne, das ist halt das Problem. Oh. Egal, gut, oh. Egal. Ja, oh. Was ist das denn? Egal. Oh, ich habe hier coole Aufkleber. Sticky Tapes. Aufkleber in Tape. Scheiße. Die müsste ich dann auch mal benutzen, ne? Habe ich von meiner Ex-Frau geschenkt bekommen. So, gut, das war's, ne? Ich hoffe, es hat euch gefallen und es war nicht allzu lang. Es war aber allzu lang, weil es über 50 Minuten. Aber so ist das, ne? Das hier ist die Ecke, die halt so, ne? Ich habe es ja erklärt und so weiter. Viel Spaß noch und wir sehen uns. Tschüss!